Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ja, ich habe ja leider das Problem, dass ich im Moment öfters mal in die Lösung gucken muss, weil ich gar keinen Plan habe, was ich machen kann. Hier übrigens war sehr schlau von mir, dass ich das letzte Mal die Dinger da nicht reingekriegt habe. Ich glaube, das geht nämlich... Nee, es geht tatsächlich nicht, obwohl es kann auch sein, dass er es nur nicht machen kann. Ich habe die Klappe ja gar nicht aufgemacht gehabt, ne? Vielleicht kann ich die ja deswegen nicht reintun, die Beeren. Das muss ich nochmal mit Mina ausprobieren, aber was anderes. Der Jepp, der ist jetzt ganz schlammig, weil ich will ja meinen Honig haben. Und wenn der schlammig ist, soll der hier rankommen können. Tatsächlich, dann greifen mich nämlich die Dinger nicht an. Das ist doch der Hammer. Jetzt haben wir die Bienenwabe geklaut. Oh, ganze drei Stück sogar. Ganze drei Stück. Jetzt muss der Jepp sich natürlich wieder sauber machen. Und das machen wir wieder auf der anderen Seite. Da wartet die Mina nämlich noch, weil ich musste mich ja irgendwo schlammig machen. Und da ist sie auch schon. Aber das mache ich dann mal hier bei der Mühle. Hier um die, nicht da, sondern oben. Ach, ich gehe immer den Umweg. Das ist nicht so schlau. Da lang. Da lang sauber machen, Jeppi, sauber machen. Und weil wir hier sind, können wir uns jetzt auch nochmal Wasser holen. Oder auch nicht. Oh, Wasser sollten wir aber nochmal bei uns haben. Hier ist aber noch ein Krug, der da ist. So, den können wir nochmal hier dazu tun zu den anderen. So, weil so ein bisschen Wasser haben, das ist schon ganz gut. Dann haben wir wenigstens einen Krug Wasser bei uns. So, zurück zur Mina. Gut, dass die hier so steht. Und Jeb? Du, Mina, ich hab uns Honig geholt. Und Honig holen heißt, wir haben nicht nur was zum Futtern, du, Mina, sondern wir haben jetzt auch dann was zum Backen. Ne, das wollten wir ja auch schon die ganze Zeit, aber da wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen, dass der sich schlammig machen muss, damit er in den Baum kann. Also ich weiß auch nicht, ich bin anscheinend nicht sehr gut, mir Dinge so logisch zu überlegen in diesem Spiel, dass es total logisch für mich ist und ich das dann selber mache. Aber nun gut. Nun gut, nun gut. So, genau, wo haben wir das denn? Hier haben wir das und wenn wir den Honig jetzt haben, dann packe ich den dazu und dann haben wir doch Teig. Ist das so oder ist das nicht so? Oh ne, wir haben ja das... Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir... Können wir das noch irgendwie filtern? Müssen wir das irgendwie noch... Muss ich das noch... Ich muss das... Ach so... Das ist dann was Eigenes, was ich mir hier mache. Noch Wasser dazu. Das ist was Eigenes, was ich... Kann ich hier die Früchte zumachen? Oder andere Früchte? Gehen die? Ja, was wollt ihr denn dann hier? Das ist ja dann was anderes als das da. Hier haben wir nämlich das Palmöl. Ach, das ist ja doof. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich, das verwirrt mich. Warte mal, ich muss mal meine Dokumente hier. Das Dingel haben wir ja schon das letzte Mal jetzt gebaut. Das ist ja super, dass ich das dann auch noch gemacht habe. Kuchen, das war Seite 6, glaube ich. Nee, das war das mit dem Glas. War ihr der Bebe? Leckereien. Das Kuchen. Für den Kuchenteig. Mehl. Honig. Dann hat man schon drei Sachen und weiter. Für die Torten zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Muss ich das jetzt irgendwie mischen? Muss dann noch einfach ein Behälter oder was dazu? Oder wie? Das geht ja hier anscheinend nicht. Na, Parfüm wird man wohl nicht dazu. Nur hier, die will keine Honigwabe soll dazu. Aber die Honigwabe geht ja anscheinend, denn hier haben wir das. Wo ist es denn da? Was wollen die denn jetzt noch dazu haben? Ich bin ein bisschen irritiert. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal zurück hier. Ach, ich bin ja schon zurück. Nee, aber hier will ich gar nicht hin. Ich will zu dem... Oder, nee, ich will hier nicht hin. Ich will zu dem Destillierdingens, um da jetzt doch nochmal die Früchte rein zu...
Bin so blöd, ne? Ach, ich hab das jetzt mal einfach die Klappe nicht aufgemacht. Jetzt geht das ja doch. Was krieg ich jetzt? Achso, ich brauche einen Behälter. Oh, haben wir noch einen Behälter? Ich glaube, wir haben gar keinen Behälter mehr. Wir müssen uns Behälter machen. Oh nein, oh nein. Aber wenn ich diesen Kuchenscheiß hinkriegen würde, dann hätte ich meinen Behälter wahrscheinlich wieder. Oder so. Oh, jetzt habe ich mir hier was gemacht und kann das nicht nehmen. Ach, ich werde verrückt. Aber so eine Blaubeer kannst du doch mal essen, oder, Jep? Ach so, hat er schon gehabt. Hast du so eine Dings gegessen schon mal? Nee, aber dann kannst du dich dekorieren. Okay, oh ja, das machen wir mal, damit du hübsch aussiehst. Njem, njem, njem. Ja, dann isst du noch eine Honigwabe. Gut, dann sind beide jetzt wohlauf. Dann haben wir das. Beide sind im grünen Bereich, das ist doch super. Nur das mit dem Honig verstehe ich gerade nicht. Also nochmal. Dokumente. Kuchenteig, Mehl. Muss angefeuchtet werden, Wasser. Honig, verleihen Süße. Für die Torten zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Was fehlt denn jetzt noch da drinne? Die Eier, ne? Ich habe keine Eier. So ein Scheiß. Bestimmt die Eier, aber da steht hier auch nichts von. Für die Fleischpastillen Eier sind nicht zwingend notwendig, aber das Palmöl. Und das Öl eignet sich auch hervorragend für den Salat. Aber so viel Öl habe ich doch gar nicht. Muss ich mir jetzt extra noch mehr machen für den ollen Salat? Ach, für die Torten diesen Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Wo ist jetzt... Und ich mache immer das Falsche hier. Wo ist jetzt das Problem? Was wollt ihr hier jetzt noch von mir? Ist doch alles Tutti hier. Mehl, Wasser, Honig, ja. Na klar, also ich würde da jetzt noch eigentlich Eier dazu tun. Und wenn wir hier das Palmöl klauen... Du? Wenn ich jetzt hier das Öl klaue, zack, und das dazu tue zum Honig... Nee, das geht nicht. Nee, das ist was Eigenes. Das hier ist was Eigenes. Ist da irgendwas drin? Nee, ist auch einfach nur Mehl mit Wasser und so. Hä? Hm? Ich muss jetzt nochmal extra zurück und mir so eine olle Vase basteln. Das ist ja wohl doof. Oh, dann mache ich das jetzt schnell hier, sonst bevor ich hier länger quatsche, hole ich mir einen Behälter, weil ich will jetzt haben. Ich will das jetzt haben. Was ich mir da gebastelt habe. Und ich gehe schon wieder den Umweg. So, man kommt ja auch in zwei Schritten hier rüber. So, packen wir da noch ein bisschen Ton hin. Davon haben wir ja noch was. So, feuchte die Hände an. Das kennen wir ja schon. So, nimmst du dir ein bisschen davon. Und jetzt auch natürlich völlig egal, was wir hier basteln. Aber wir haben ja jetzt hier gar keine mehr von... den Vasen. So, super. Klasse aus. So. So, wenn wir schon mal dabei sind, Wasser feuchten, Ton nehmen. Los geht's. Super. Sieht wie immer total schön aus. So, drei sollten doch reichen, obwohl... Ich weiß nicht, was wir da noch destillieren können. Dann brauchen wir für jedes Ding, was wir da destillieren, noch einen Behälter wieder. Weil ich nicht weiß, ob wir die wiederkriegen, wenn wir das jemals schaffen, da irgendwas zu backen. Genau, so. So. Dann kann man das natürlich auch immer unterscheiden. Dadurch, dass wir hier verschiedene Tonobjekte machen können, kann man natürlich auch immer unterscheiden, was man wo drinne hat. Wahrscheinlich soll das auch vielleicht dazu dienen. Könnte ja sein. Schick. So, das reicht jetzt aber auch. Jetzt verlassen wir das Ganze. Müssen wir den Blödsinn ja wieder brennen. Wo sind die eigentlich alle? Hier waren die alle, ne? Ja, gut. Ja, gut.
Stell hin, machen, machen, machen. Wir haben ja nicht so viel Zeit hier, dann hätte ich das offline gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das alles vorher fertig gemacht. Aber Gott sei Dank dauert das ja hier nicht so lange, wie in echt. Mit dem ganzen Brennen und fertig ist es. So, und jetzt noch die letzte, dann haben wir sie alle. Geht das los. So, prima. Jetzt haben wir wieder neue Gefäße, du. Was soll jetzt noch passieren, ne? Mit unseren Gefäßen und unserem Wasser und eigentlich allem, was wir so brauchen. Das war wieder falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Ich will hier runter und da hoch. Und das mit dem Gefäß jetzt da, das nehme ich mir jetzt mal. Was haben wir denn jetzt Schönes? Alkohol und Wasser. Oh, können wir hier, nee. Alkohol? Wie man was zum... Yep, jetzt haben wir was zum Saufen. Ist das nicht fein? Jetzt machen wir so schön mündlich hier auf der Insel. Kommen wir niemals weg. Yep, wie? Komm, trinken wir ein. Wa? Ja, das lassen wir mal lieber. Wo ich das witzig finden würde. Blaubeeren, pack die mal da rein und... Mach das Ding auf, genau. Das ist das Problem. Nein, dann würde ich Alkohol herstellen. Davon habe ich mehr als genug. Ach so. Und was ist mit den anderen Früchten? Den hier, geht das jetzt? Nein, dann würde ich Alkohol herstellen. Davon habe ich mehr als genug. Also bei beiden kommt jetzt Alkohol raus, oder was? Aha. Okay, gut. Na, schön, wenn du meinst. Ich bemühe mich ja nur hier. Knochenmark, ekliges Knochenmark. Ich hatte doch noch eine rote. Ach, die haben wir die gegessen, oder? Habe ich die gegessen? Esse ich denn einfach alles hier weg? Hier ist noch eine Honigwabe, die lassen wir mal. So, ist jetzt alles wieder schön sortiert hier. Gut, dann, ja, na gut. Alkohol. Kümmern wir uns um ein anderes Problem. Und zwar habe ich ja noch weitere Nachforschungen getan. Und zwar hatte ich hier auch so einen Stock reingestopft und bin ja selber, also ich habe selber gedacht und mit Lösungen überlegt, nein, wie denn das Ganze hier eigentlich funktionieren soll. Und es ist jetzt ja so, dass hier, nee, da war das nicht, da wo der weiße Dingens ist, da wollen wir hier. Hier steht ja 325 Fuß. Und nun ist es ja so, dass wir... Och, die Musik, ne? Nun ist es ja so, dass wir hier 340 erreichen wollen. Und ich, Dusselbacke, habe ja die ganze Zeit hier... Ist es normal mit der Musik? So eigentlich? Menü, Option. Musiklautstärke. Kann die mal ein bisschen runter. Dankeschön. Die ist nämlich die ganze Zeit da. Ich habe die ganze Zeit überlegt, 340 Fuß und denke die ganze Zeit, ich muss jetzt überall, wo diese Löcher sind, die Äste reinstopfen. Deswegen sind jetzt hier auch überall immer mal so welche schon drinne. Und dann habe ich auch nochmal beim Sägewerk alle Holzstämme in verschiedenen Größen zersägt, denn die sind wohl dafür da, damit man hier die reinstecken kann, um die verschiedenen Höhen ja angeblich mit diesem Nivellierungsgerät messen zu können. Ja, aber dann habe ich auch nicht weiter gewusst, nachdem ich dann fleißig überall das Nivelliergerät benutzt habe und überall diese Dinger reingesteckt habe, denke ich, ja, wie soll ich das denn jetzt aber messen? Also zum Beispiel hier ist es unlesbar und so. Also muss man es irgendwie vergleichen. So, da kommt die Lösung dann ins Spiel, denn da wäre ich jetzt auch nicht selber drauf gekommen. Man steckt hier zum Beispiel den 15er rein. Das sind ja die fehlenden Fuß, um auf die 340 zu kommen. Wie gesagt, wir sind hier bei 325 Fuß. Aber es ist nicht so, dass man jetzt einfach nur 340 Fuß erreichen will irgendwie, also die Höhe, wie ich das dachte, sondern wir wollen ja den Eingang finden. Und da reicht's dann wohl aus, wenn man... Ich weiß auch nicht. Ich erkläre das mal einfach anhand des Beispiels hier. Wir benutzen wieder das Nivellierungsgerät. So, wenn ich so mache, kann ich ja nichts machen.
Wenn ich aber festhalte und die Maus gedrückt halte, kann ich die Höhe einstellen. Wenn ich loslasse, kann ich nicht hoch und runter machen, auch wenn ich das mit der Maus jetzt mache. Es bleibt also auf der Höhe. Das heißt, wir können hier sagen, diese Höhe möchte ich haben. Und 325, wie gesagt, plus 15 sind die 340, die wir haben wollen. Das heißt, das hier ist die Höhe, die wir erreichen wollen. Und jetzt kann man halt hier rumgucken. Die Maus bleibt jetzt ja da, wo sie ist. So verstehe ich das jetzt. Und das Einzige, was hier auf dieser Höhe jetzt ist, auch wenn man denkt, da hinten ist doch bestimmt der Eingang oder so, ist dieser Vogel. Und daran kann man sich wohl orientieren. Und das hätte ich jetzt selber nicht so kapiert. Anhand dieser Höhe orientiere ich mich an dem Vogel. Also der Vogel auf dem Baumstamm ist die Höhe, die wir brauchen, um den Eingang zu finden. Es reicht nicht, wie gesagt, die Höhe alleine rauszubekommen. Denn dann hätten wir es ja jetzt schon. Nein, wir merken uns einfach den Vogel. Und ich denke, hatte halt gedacht, ich muss hier die ganze Zeit was reinstecken. Vielleicht muss ich das, ich weiß es nicht. Kannst du einfach mal machen. Ich stecke hier den Neuner jetzt rein, aber es wird mir nicht viel helfen, denn wir merken uns einfach den Vogel. Der Vogel, der Vogel. Da, wo der Vogel, da ist der Vogel. So, Vogel. So. So. Egal, wo wir sind, das ist die Höhe. Aber auch hier finden wir nichts, also sind wir irgendwie am falschen Ort. Nein, ich habe das übrigens noch nicht gemacht. Ich habe das nur mit den Stöckern gemacht. Das ist nicht der richtige Vogel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sehen wir den von hier auch? Nee, das ist nicht der Baum. Sehen wir irgendwo den Vogel? Von hier auch? Ist der hier auch irgendwo? Ganz gruselig übrigens. Wo ist das? Da. Aber da muss ich, das muss ich nochmal zeigen. Das hab ich, weil ich ja immer die Stöcke reingesteckt habe, habe ich ja durchgeguckt. Hier darf ich nochmal durchgucken. Da, nee, da bin ich jetzt zu weit weg. Da auf den Fels, ich sehe auf den Felsen immer was. Und das finde ich echt ein bisschen unheimlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich dafür hin muss. Bin ich anscheinend noch nicht so richtig hier. Zu weit weggegangen jetzt von den Felsen. Ich will auf jeden Fall zu den Felsen. Dann gehe ich nochmal hier runter in die Wälder. Aber hier kann man nicht gut gucken, aber kann ich von hier den Vogel finden? Nicht so, ne? Irgendwie nicht so. Mache ich hier nochmal das Ding. Da. Guck mal, da hinten. Da ist doch was auf den Felsen. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ob das ein Affe ist, ob das ein Mensch ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir müssen unseren Vogel mit dem Ast für die Höhe finden. Das ist wichtig jetzt. Wichtig, wichtig. Hier, da. Da, das ist doch bestimmt ein Affe. Aber es könnte natürlich auch ein Mensch sein. Sieht aber, finde ich, mehr nach einem Affen aus, der da hinten irgendwie ist. Aber ich finde hier auch gerade nicht den Ast. Doch, da ist der Vogel. Da ist der Vogel, der Vogel. Jetzt sind wir aber wieder da, wo wir gerade eben schon waren. Das ist nicht gut. Wo muss ich den denn finden, wenn nicht hier? Den müssen wir doch hier irgendwie sehen können. Da, hier, da ist der Stamm mit dem Vogel. Von der Seite waren wir noch nicht geguckt. So, pass mal auf jetzt hier. Es muss doch hier irgendwo... Da! Hey, da drüben bewegt sich etwas. Schnell, sehen wir nach. Das ist doch der Hammer, dass das geklappt hat. Also natürlich nicht ganz allein nicht, aber... Warum sollte ich das auch nicht zugeben dürfen? Weil das war jetzt nicht so einfach gedacht. Also wie gesagt, hier ist ja auch noch... Wir haben so viele Holzstämme und überall kann man die Dinger hier reinstecken. Da, finde ich, kommt man ja nicht drauf, dass ich hier immer an dem Vogel mich orientieren soll. Oh. Gut, ich hab's gefunden. Hinter den Büschen befindet sich ein Tunnel. Er ist ein bisschen steil, aber ich habe keine Wahl. Dieses Mal muss ich klettern. Oha, was finden wir jetzt? Aber wenn ich jetzt hier zurückgehe und pack mal den ganzen Schmuder wieder rein.
Ich hatte diesen... Da. Jetzt sitzt das Ding da. Na, das ist doch bestimmt ein Affe. Also ich... Das muss ein Affe sein. So, wir sollen jetzt hier hoch. Wir sollen doch jetzt hier hoch, oder? Bin ich jetzt weggegangen und hab's wieder aus den Augen verloren, oder was? Nee, bleibt mal zusammen. Bin ich jetzt falsch hier? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Oder was? Oh, willst du mich veräppeln? Gerade eben konnte ich da doch hin. Oder war das nicht hier? Habe ich das jetzt echt... Doch, da. Ich weiß nicht genau, was mich da drinnen erwartet. Aber ich bin wieder bei Kräften. Und Jeff ist bei mir. Also los. Ja. Dachte schon. Ach, super. Geil. Oh, jetzt bin ich aber doch auch ein bisschen stolz auf mich. Das ist die Bucht, die der Roboter erwähnt hat. Suchen Sie in der Klippe auf dem nördlichen Plateau nach einem Durchgang in einer Höhe von 340 Fuß zur Bucht und durchqueren Sie den Unterschlupf zum geothermischen Motor. Hier ist eine detaillierte Karte. Okay, unsere Probleme sind zwar noch nicht gelöst, aber wir werden endlich diesen Motor finden. Und wer? Höhnisch. Warum ist der so gemein? Schon wieder so ein gemein... Nein! Ein gemeiner Affe! Ich kann nichts machen. Ein Affe versucht dich auszurauben, dies verändern, musst du ihm die Gegenstände, die er haben, vor der Nase wegschneiden und drücke die Leertaste, um fortzufahren. Nein! Oh nein! Der hat mir den Schwamm gestohlen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das Problem war gerade, dass ich hätte schneller sein können, wenn sie das mal weggelegt hätte, was sie dann genommen hat. Was für ein Plagegeist. Er ist auf und davon und hat seine Beute oben auf einer Palme versteckt. Jeb, du musst sie zurückholen. Ja, das ist doch nur der olle Schwamm. Den Jeb, den kriegen wir auch anders wieder sauber. Aber trotzdem finde ich das jetzt gerade doof, dass ich das Spielchen nicht machen konnte, weil sie das Ding dann in der Hand hat, was der andere stehlen wollte. Und in der Zeit, wo ich es zurückpacken muss, hat der andere was geklaut. Das ist unfair. Das ist ein Weg für Jeb. Ach so, dann Jeb. Los geht's. Hier, in unserem neuen Bereich. Oh, du Fiesling. Lennart, Männchen. Und hier sind so tolle Zeichnungen. Guck mal hier, einheimische Zeichnungen. Das ist ja toll. Endlich sind wir ein bisschen wieder weitergekommen. Und was mache ich jetzt mit ihm? Du? Rotzlöffel? Können wir dich so ein bisschen mal lausen? Und das findet doch jeder Affe toll. Ah, das findest du toll. Lennart, du bist doch gar nicht so blöd. Warum machst du sowas? Hier, kriegst auch ein paar Blaubeeren. Willst du? Willst du? Er ist begeistert. Was können wir dem denn dann nochmal anbieten? Weil ich will jetzt dem auch eigentlich nicht alles schenken. Der Nase. Der Klaumeister hier. Ein Stock will er wohl nicht, ne? Weil davon haben wir ja wirklich eine Menge gerade. Hier, ein geiler Ast. Schau mal, 21 Fuß lang. Oh, aber damit kannst du doch richtig was machen. Na gut. Ich würde sagen, wir schauen uns hier im nächsten Part um. Der hat ja hier auch, das sind so bunte Sachen. Warte mal, können wir hier was reinstecken? Nimm das mal weg hier. Nö. Nicht? Sieht irgendwie so aus, als könnte man da was reinstecken. Hier, das hier vielleicht. Oder das hier. Kurzer angespitzter Stock. Oder... Was haben wir denn noch? Unser Gewehr. Nein. Vielleicht soll da auch was ganz anderes rein. Okay. Oh, unsere roten Pigmente. Habe ich die schon mal versucht zu destillieren? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich auch noch mal im nächsten Part ausprobieren. Was können wir ihm denn noch geben? Ölpalmfrüchte? Komm, da kannst du auch noch welche von haben. Da brauche ich auch nicht mehr alle von.
Warum muss ich den Affen eigentlich was schenken, wenn die uns beklauen? Immerhin kriege ich dadurch die Kerne, die sind ja für uns prinzipiell viel wichtiger, weil wir daraus ja das Öl machen können. Und so einen Samen brauchen wir auch nicht. Hier. Guck mal, wie nett wir zu dir sind. Kriege ich jetzt meinen Schwamm wieder? Das findet er alles total klasse, aber irgendwie würde ich ganz gerne meine Sachen wieder haben. Stehlenden blöden Affen hier. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.